Sportliche Höchstleistungen beim 26. Midsommer des SCC Berlin. Ein Highlight, die Teilnahme der neuen SCClerin und Vize-Europameisterin Gina Lückenkämper. Sie startete zum ersten Mal im Mommsenstadion über ihre Paradedisziplin 100 Meter. Super viel Spaß heute gehabt, hier einfach zu starten bei einem Meeting, was einfach so ein bisschen mehr den familiären Charakter auch hat. Das habe ich lange nicht mehr gehabt und ich habe einfach wirklich jede Sekunde hier jetzt auf der Bahn heute im Mommsenstadion wirklich echt genossen. Den Vorlauf im Charlottenburger Heimstadion entschied sie mit 11,52 Sekunden souverän für sich. Im Endlauf über 100 Meter wurde es dann noch einmal schneller. Mit 11,34 Sekunden ließ sie nicht nur die Konkurrenz hinter sich, sie stellte auch eine neue persönliche Saisonbestleistung auf. Ich konnte sogar jetzt auch noch mit einer Saisonbestzeit rausgehen, mit einer 11,34. Also echt eine wirklich solide Leistung, da kann ich mich echt nicht beklagen. Und habe einfach insgesamt Spaß gehabt heute beim Laufen. Und das ist eigentlich für mich jetzt die Hauptsache für heute. Ebenfalls heiß erwartet war der 100 Meter Endlauf der Männer. Mit Jakuba Felsner und Lukas Jakubczyk hat der SCC auch hier zwei starke Sprinter am Start. Allerdings war auch der zweimalige Olympiateilnehmer Anaso Mbotwana aus Südafrika im Mommsenstadion zu Gast. Er konnte nach einem Superstart alle Kräfte mobilisieren und zog an den beiden SCC-Lern mit 10,36 Sekunden vorbei. Ich persönlich bin eine 10,78 gelaufen. Die Zeit ist jetzt nicht so stark, also auch für mich nicht, aber ist halt so. Beim SCC Midsommer kamen aber auch die anderen Leichtathletikdisziplinen nicht zu kurz. Sowohl beim Hoch-, Weit- als auch beim Stabhochsprung wurden sportliche Höchstleistungen erbracht. SCCler Jewgeni Asarow konnte seine bisherige Saisonbestleistung mit 4,80 Meter auch hier abrufen. Sein Trainingskamerad Markus Röner vom OSC Berlin setzt jedoch noch einen drauf und überspannt die magische 5-Meter-Marke. Ja, die 4,80 waren heute drin. Leider die 4,90 nicht. Bin aber zuversichtlich, dass sie bald kommen. Zum krönenden Abschluss gab es dann noch den 10.000 Meter Lauf. 25 Runden lagen hier am späten Abend vor dem Läufer. Jetzt kommt die Welle. Auf geht's. Nach 29 Minuten und 21 Sekunden lief Fabian Clarkson vom SCC Berlin als erster über die Ziellinie, gefolgt von Mustafa El Quartassi und Philipp Bahr. Nach dem gelungenen Einstand im Mommsenstadion bleibt Gina Lückenkämper jedoch keine Zeit zum Ausruhen. Und dann ist natürlich der große Höhepunkt dieses Jahr auf der einen Seite die deutschen Meisterschaften hier in Berlin nochmal am 3. und 4. August im Berliner Olympiastadion. Und von da aus geht es dann halt nochmal weiter zu den Weltmeisterschaften nach Doha in Katar. Und da soll es dann halt auch nochmal ordentlich schnell werden. Hauptstadtsport TV drückt natürlich die Daumen für dieses Mammutprogramm.